Hi, ich bin Janine und ihr schaut Studienberatung to go. Heute das Thema soziale Arbeit. Immer wieder hören wir den Satz, alle studieren soziale Arbeit. Aber stimmt das wirklich? Wir haben einmal nachgerechnet. Von den derzeit etwa 2,75 Millionen Studierenden in Deutschland sind gerade mal 62.000 für soziale Arbeit eingeschrieben. Das sind in etwa 2,3% aller Studierenden. Im Gegensatz zur Gerüchteküche entwickelt sich der Arbeitsmarkt sehr gut. Laut Statistischem Bundesamt sind bereits jetzt 36% aller berufstätigen Sozialarbeiter über 50 Jahre alt. Tendenz stark steigend. Also Grund genug, sich das Studium einmal anzusehen. Wollt ihr mehr erfahren? Schaut vorbei auf studieren-soziales.de. So, das war's von uns und denkt immer dran, die erste Regel eines Sozialarbeiters lautet, es wird alles gut, auch wenn hinter mir das Chaos tobt. Ciao!